Der Tod von Mose. Teil 16 der Geschichte von Mose. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit, und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Die Israeliten waren 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen und nun kurz davor, in das versprochene Land einzureisen. Mose war sehr alt und wusste, dass er das Land nicht mehr betreten würde, weil Gott ihm das schon angekündigt hatte. Also bat er Gott: "Kann ich das Land wenigstens von weitem sehen, wenn ich schon nicht hinein darf?" Das erlaubte ihm Gott. Er nahm ihn mit auf einen Berg und zeigte ihm das Land. Es war wunderschön. Danach setzte Mose Josua als seinen Nachfolger ein. Josua war einer der zwei Kundschafter, die 40 Jahre zuvor auf Gott vertraut hatten und glaubten, dass sie das Land mit seiner Hilfe einnehmen könnten. Danach starb Mose in hohem Alter. Josua führte das Volk weiter, und mit Gottes Hilfe gelang es ihnen später auch, das von Gott versprochene Land Israel einzunehmen und sich dort anzusiedeln.